Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Symbol 4 hier zu einem Infovideo mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spitas. Seit kurzem gibt es die neue Roadmap für den Mai 2024 und ich habe mir gedacht, wir schauen nochmal kurz drauf. Denn, wie ihr seht, soll in den nächsten 0 bis 3 Monaten die als Add-on zum Beispiel die Scott Rail Class 380 Loco veröffentlicht werden. Aber was viel interessanter ist, ist natürlich, was hier bei den Partner-Releases steht. Neben der Scott Rail Class 158 Loco von Skyhook Games gibt es natürlich die Expert BR 101 von TSG zusammen mit dem IC1 Steuerwagen. Ihr wisst, es soll ja da eine neue BR 101 Expert Version mitgeliefert werden, zusammen mit dem IC1 Steuerwagen. Und der war ja vorher in dem Bereich 4 bis 6 Monaten angesiedelt, dass er da erst erscheinen soll. Jetzt befindet er sich aber in den nächsten 0 bis 3 Monaten in dem Bereich. Und das macht natürlich Hoffnung, dass wir vielleicht schon Anfang August damit rechnen können, also Juni, Juli, August, also in dem Bereich könnte der Steuerwagen erscheinen. Also der Sommer wird heiß, wenn das wirklich stimmt, wenn das wirklich klappt, dann können wir spätestens August mit dem Steuerwagen des IC1 rechnen, zusammen mit der Expert-Version BR101 und darunter direkt dann die DB BR218, ebenfalls von TSG, die auch in den nächsten 0 bis 3 Monaten erscheinen soll, also sprich eher spätestens August. Das macht natürlich richtig Hoffnung, dass wir jetzt in den nächsten 3 Monaten ordentlich DLCs feiern können, beziehungsweise da richtig veröffentlicht werden sollen. Patches werden hier noch angegeben, 5 Circle Line Improvements, und dann seht ihr das hier so weiter. Suspension Improvements, also da soll es noch ein paar Updates und so weiter geben. Aber dieser Bereich hier, diese Partner Releases, aber die Scott Rail Class 158 Loco von Skyhook Games, für die alle, die sich für die ausländischen Lokomotiven interessieren, ist das vielleicht wichtig. Aber für alle, die sich hier für den zweiten und den dritten Punkt interessieren, ist das natürlich, sehr höchst interessant. Also die Expertline BR 101 zusammen mit dem IC1 Steuerwagen von TSG und die DB BR 218, diese Lok ebenfalls von TSG, soll in den nächsten 0 bis 3 Monaten, also spätestens August, für den TSB 4 veröffentlicht sein, beziehungsweise dann auch verfügbar sein. So, wenn wir dann hier noch auf die nächsten 4 bis 6 Monate schauen, also sprich spätestens November, dann haben wir hier natürlich die nächste Strecke anzukündigen. San Bernardino Line, Los Angeles, San Bernardino und eine neue UK Route. Und wir haben einen neuen Partner Release, und zwar eine deutsche Lokomotive Simtrack aus dem Hause Simtrack Studios. Um welches sich da jetzt handeln soll, steht hier nicht dabei. Sei mir gespannt, aber wie gesagt, das hier ist natürlich dieser Bereich hier, 0 bis 3 Monate, das ist natürlich ordentlich interessant für uns alle, würde ich mal behaupten. Und wenn wir dann hier noch auf die Release-Dates schauen, dann haben wir hier einmal den Union Tadami Workshop, dann haben wir hier einmal die Alan Thompson Simulation, also ist auch eine Route, dann haben wir Köln-Aachen Timetable Update, dann haben wir die BR Class 104 und Peak Forest Expansion Pack aus dem Hause Simtrack Studios, die UK Route von, oder eine UK Route von Just Chains, das ist ja auch ein dritter Anbieter. Dann haben wir noch die 5 Circle Line Leaven Branch Update von Rivet Games. Kennt ihr vielleicht, die haben auch schon mehrere Sachen für den TSB veröffentlicht bzw. entwickelt. Dann haben wir ein paar PC Editor Improvements, also wahrscheinlich alles für den Szenario Editor, für alle die, die sich gerne die Szenarien selber erstellen, zusammenbauen und so weiter. Dann haben wir eine neue deutsche Route, die hier angekündigt wird, und einmal die Santa Fe Gameplay Pack High Iron Simulations. Es gab ja, glaube ich, beim TSB 2 oder TSB 3, glaube ich, mal so einen DLC namens Santa Fe, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das war es auf jeden Fall jetzt so im Groben mit der
Roadmap. Ich wollte euch das nur mal kurz ans Herz legen, dass ihr vielleicht jetzt auf dem neuesten Stand seid. Also das hier in den Bereichen 0 bis 3 Monaten ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Wie gesagt, es soll die Expertline BR101 zusammen mit dem IC1 Steuerwagen veröffentlicht werden, spätestens bis zum August. Also 0 bis 3 Monaten, wenn man von jetzt an rechnet, sind das ja August, ne, 6, 7, 8. Und zusammen dann auch noch mit der DBBR 218, beide aus dem Hause TSG. Und ich denke, damit kann man doch ganz gut in die nächste, in die neue Woche gehen. Seien wir gespannt, wann uns das Ganze zur Verfügung stehen wird. Auf jeden Fall in den nächsten 0 bis 3 Monaten. Freut euch drauf. Ich tue es auf jeden Fall und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Sonntagabend. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Es folgt noch ein Video, was ich heute noch hochgeladen habe. Das wird im Laufe der nächsten Stunden auch noch veröffentlicht. Freut euch drauf, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Woche bis kommenden Wochenende und dann hört ihr mehr von mir, seht ihr mehr von mir. Das war's von mir und von der Roadmap. Eben von im Mai 2024 von 2004 mit wirklich sehr interessanten Neuigkeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man hier mal auf die Partner-Releases schaut, würde ich sagen, das soll es gewesen sein von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Haut rein, ciao, ciao, servus und tschüss.